Bürokratieabbau hat, so kann man nur sagen, tausendmal diskutiert, tausendmal ist nichts passiert und bumm, hat er das Recht nicht gemacht. Trotz der vielen Ankündigungen lässt der Bürokratieabbau weiterhin auf sich warten und dabei gibt es Vorschläge von vielen Betroffenen. Schon im vergangenen Frühjahr gab es erste Verbände, die Vorschläge gemacht hatten und das weiß ich besonders von den Bäckern. 43 detaillierte Ideen zur Umsetzung tragen das Datum 22. März 2018 vor über einem Jahr. Und Sie glauben, kommt Zeit, kommt Rat. Ich glaube, für unsere Betriebe ist aber Zeit nicht Rat, sondern Zeit ist Geld. Geld, was die kleinen und mittleren Unternehmen bezahlen müssen.